herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Top 5 Apps zeigen, die mir persönlich in meinem Alltag am meisten weiterhelfen. Los geht's mit dem Video. Starten wir direkt mit Platz 5 und zwar mit der App Sleep Cycle. Das ist eine App, die mir persönlich sehr doll weiterhilft und zwar handelt es sich hierbei um eine Wecker-App. Ich werde jetzt denken, okay, wieso eine Wecker-App? Wir haben doch schon einen Wecker im iPhone. Klar haben wir, aber ich persönlich mag diesen Wecker einfach nicht, weil er mich einfach so aufweckt. Und das stört mich persönlich sehr. Und zwar könnt ihr bei dieser App nämlich bestimmte Rhythmen einstellen, wie ihr aufgeweckt werden sollt. Ihr könnt sagen, alles klar, ich möchte mich in einem Rahmen von 30 Minuten wecken lassen. Dann weckt der Wecker euch ganz entspannt auf und macht die Musik ein bisschen leiser und lauter, lauter, lauter. Oder ihr könnt sagen, so wie ich das zum Beispiel mache, weckt mich jeden Morgen um 9 Uhr auf. Dann weckt mich der Wecker. Ihr könnt bestimmte Töne wählen, die sehr, sehr angenehm sind. Also allein die Tonauswahl ist viel angenehmer als die vom iPhone. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich persönlich mag es, ganz ruhig aufgeweckt zu werden und nicht mit diesen komischen iPhone-Tönen. Deshalb hilft mir das sehr weiter. Plus, ihr könnt dann analysieren, wie gut ihr geschlafen habt, wie lange ihr geschlafen habt, wie viel Zeit, die ihr im Bett verbracht habt, auch wirklich geschlafen habt. Und zwar funktioniert das so, dass ihr das iPhone auf die Matratze legt und die App halt misst, wie doll ihr euch bewegt und anhand dieser Daten dann so etwas berechnet. Muss man natürlich nicht, ich tracke das jetzt nicht unbedingt, also mir ist es eigentlich egal, ich gucke mir die Daten jetzt nicht persönlich an. Aber für die Leute, die Lust darauf haben, die können das natürlich machen. Was ich auch ganz gerne mache, ist, ihr könnt bei der App einstellen, dass eure Philips Hue-Lampen angehen, wenn ihr aufwacht. Und diese Kombination aus diesen beiden funktioniert sehr gut, weil ihr kennt das wahrscheinlich im Winter, wenn ihr aufsteht und es dunkel ist, steht man nur so einen kleinen Prozent schwerer auf als im Sommer. Kommen wir zur nächsten App. Die nächste App hat mir schon ordentlich Geld eingespart. Und zwar handelt es sich hierbei um die Blitzer-App. Das ist eine App, die euch die Blitzer in eurer Umgebung anzeigt. Ja? Dabei zeigt sie euch Standblitzer an, also die Blitzer, die fest verbaut sind, und die Blitzer an, die mobil sind. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr jetzt rumfahrt und einen Blitzer seht, dann könnt ihr diesen Blitzer in der App melden und die anderen Leute, die diese App haben, werden diesen Blitzer dann sehen, weil ihr ihn gemeldet habt. Und so helft ihr euch halt gegenseitig und das funktioniert auch richtig gut. Also bis jetzt wurde mir, soweit ich weiß, eigentlich jeder Blitzer angezeigt und immer wenn ich diese App anhatte, wurde ich auch nie geblitzt. Diese App kostet 10 Euro. Hört sich erstmal viel an, aber jetzt überlegt euch mal, wenn ihr nie wieder geblitzt werdet, wie viel Geld ihr damit spart. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so unbedingt der Raser, aber trotzdem habe ich gut Geld gespart durch diese App und finde deshalb, dass sich 10 Euro sehr lohnt. Ihr könnt die App einfach anmachen, dann wieder schließen, dann läuft sie im Hintergrund weiter und ihr könnt ganz normal Auto fahren. Denkt einfach daran, dass ihr, wenn ihr zu Hause seid, die App schließt, weil sie die ganze Zeit nach Blitzern sucht und deshalb dann auch Akku verbraucht natürlich. Das ist auch das Einzige, was ihr beachten müsst. Ansonsten, wie gesagt, einmal öffnen, schließen und dann könnt ihr wieder Musik anmachen. Der nächste Platz geht an Adblocker. Adblocker kennt ihr vielleicht selber als Google Chrome Erweiterung oder Safari Erweiterung. Das ist eine App, mit der ihr euch Werbung nicht mehr anzeigen lassen könnt. Dazu muss ich erstmal Folgendes sagen. Natürlich gibt es Plattformen und Seiten und Menschen, die sich mit Werbung finanzieren. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Wie zum Beispiel auf YouTube seht ihr Werbung oder auf Chip zum Beispiel. Ich persönlich lese gerne Chip-Artikel. Die finanzieren sich halt auch durch Werbung, sodass wir das dann umsonst lesen können. Aber es gibt halt nun mal auch Seiten, die dich mit Werbung voll spammen. Und auf sowas hat man ja auch nicht immer Lust. Und genau für diese Seiten könnt ihr diese App verwenden. Ihr könnt in dieser App nämlich einstellen, dass nur bestimmte Seiten vom Adblocker betroffen sind. Und andere Seiten, wie zum Beispiel Chip oder was auch immer ihr lesen möchtet, könnt ihr dann in diese Whitelist packen. Hier seht ihr das einmal. Und die werden euch dann trotzdem angezeigt, die Werbung. Das heißt, ihr könnt die Seiten immer noch unterstützen, die ihr unterstützen möchtet. Aber die Seiten, die euch komplett mit Werbung zuballern, könnt ihr dann mit dieser Seite etwas entspannter nutzen. Und deshalb finde ich die App richtig cool. Der nächste Platz geht an die Scanner Pro App. Das ist eine App, mit der ihr Dokumente mit eurem Handy einscannen könnt. Ja? Also stellt euch vor, ihr habt jetzt ein Dokument und ihr wollt das jetzt im PDF haben. Normalerweise müsstet ihr das jetzt in einen Scanner packen und dann irgendwie auf dem PC und bla bla bla. Mit dieser App könnt ihr einfach ein Foto von diesem Dokument machen und der Algorithmus von der App wird dann aus diesem Foto ein PDF erstellen. Auf jeden Fall funktioniert das sehr gut. Ich persönlich mache das nämlich oft mit meinen Dokumenten, die ich habe, damit ich sie immer mit habe. Okay, sagen wir jetzt die Wohnungsdokumente, Mietvertrag und sowas, Stromvertrag, sowas scanne ich immer ein, damit ich es dann in die Cloud packe und immer mit habe, egal wo ich bin. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in Amerika bin, kann ich meine ganzen Dokumente einsehen, weil ich sie ja vorher mit dem Handy eingescannt habe. Und das geht halt super leicht, weil ihr ein Foto macht und der Algorithmus erkennt selber, wo das Dokument ist, umrahmt es selber, macht ein PDF draus. Und für mich ist das deshalb eine sehr gute Investition. Vor allem, wenn ihr auch ein iPad habt, dann könnt ihr die Dokumente auf beiden Geräten anschauen. Für mich eine sehr praktische App. Man braucht halt einfach keinen Scanner mehr. Also ein Scanner ist so groß und wahrscheinlich ist da noch ein Drucker drin und sowas braucht ihr halt einfach nicht, wenn ihr so eine Scanner-App habt. Ja, kommen wir zur letzten App. Die letzte App ist GoodNotes und GoodNotes funktioniert am besten, wenn ihr auch ein iPad habt. Ja? Und bei mir persönlich ist das der Fall. Ich benutze diese App in der Uni zum Beispiel, um mitzuschreiben. GoodNotes ist eine App,
in der ihr Notizen machen könnt. Ihr könnt verschiedene Blätter auswählen, kariert, liniert, ganz normal, freie Blätter. Und mit dem Apple Pen könnt ihr dann darauf schreiben und eure Notizen machen. Diese Notizen werden dann in der Cloud hochgespeichert und ihr könnt dann mit dem Handy diese Daten öffnen. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und Sachen von der Uni kurz anschauen wollt oder irgendwie nochmal nachlesen wollt, was in der letzten Vorlesung irgendwo gesagt wurde, dann könnt ihr einfach euer Handy nehmen und die Stelle raussuchen, die ihr braucht, die ihr mit dem iPad geschrieben habt. Und so habt ihr halt die Infos immer dabei. Ich bin generell ein Fan davon, die Infos immer überall mitzuhaben. Im Zeitalter von Digitalisierung geht das sehr gut. Deshalb bin ich ein großer Fan davon und die App funktioniert mit dem Stift auch richtig, richtig gut. Ich wünschte, ich hätte die App halt vorher gehabt, als ich noch im ersten Semester war oder so, weil damit draufzuschreiben auf den PowerPoint-Folien oder sowas, die ihr dann vor der Klausurphase euch nochmal anschauen könnt, ist einfach richtig Gold wert. Die App hat auch, soweit ich weiß, 10 Euro gekostet, aber sehr, sehr gut investiertes Geld. Ich meine, 10 Euro einmal essen gehen und schon habt ihr so eine mega nice Mitschreib-App. Bei mir persönlich eine App, die ich jeden Tag benutze, deshalb hat es sich für mich sehr gelohnt auf jeden Fall. Ja, das waren schon meine 5 Apps. Ich hoffe, für euch war was dabei und ihr konntet neue Einblicke bekommen. Wenn ihr Lust auf mehr solche Videos habt, abonniert gerne den Kanal, liked das Video und bis zum nächsten Mal.